Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter. Letzten Part haben wir die ganzen Erbsenlöcher bzw. unsere gepflanzten Erbsen besucht als Erwachsener und haben die Früchte, sage ich mal, eingesammelt. Und heute würde ich gerne in die ganzen Shops nochmal reingehen, hier in Kakariko, ganz kurz. Bevor wir dann in Majora's Mask reinstarten, da können wir nämlich jetzt sicherlich ein bisschen was machen in Majora's Mask. Könnte ich mir stark vorstellen. Ich check hier nochmal ganz kurz die Shops aus. Hier ist noch ein Schlüssel für der Wassertempel. Komm, den nehmen wir mit. Da haben wir nicht schon drei. Das Herzchen könnten wir auch noch mitnehmen. Sehr schön. Da haben wir hier einen Silberrubin. Für Majora's Mask. Oder ich nehme den noch. Weil dann könnte ich das hier als abgeschlossen betrachten. Ich glaube, das ist okay. Gut, dann haben wir das hier jetzt erstmal abgeschlossen. Herzteil, Schlüssel und Skulti-Symbol. Ah, hier wäre die Maske gewesen. Ja, die hätte ich mir besser kaufen sollen, ne? Das ärgert mich jetzt. Das wäre natürlich auch was Schönes gewesen. Na egal. Können wir später auch noch machen. Vielleicht muss ich hier mal eine Runde farmen. Vielleicht müssen wir das wirklich so machen. Warum habe ich denn hier ein Huhn? Stimmt, ich habe ja das Huhn gefunden. Das sollte ich vielleicht ihr nochmal geben, ne? Hab ich ja schon wieder komplett vergessen. Okay. Ah, ich muss erst jemanden wecken. Shit. Ja, Frage ist, wo war denn der? Hat das von euch irgendeiner noch im Kopf, wo der war? Zehn Kakariko, ich muss mal durchgehen. So, okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt in Richtung Majora's Mask. Und zwar werde ich das wieder über Ikana betreten, über den komischen Tempel da. Wo Boris auch ist. Also Tempel ist vielleicht falsch gesagt. Über Ikana auf jeden Fall. Da, wo man in die Gräber von den Skeletttypen reingeht. An sich, wir waren in den drei Gräbern schon drinne und da war nichts weiter, was uns irgendwas bedeuten sollte. Da müssen wir nicht nochmal rein. So viel hatte ich noch im Kopf. Das war nämlich auch mega anstrengend. Theoretisch können wir dieses Gebiet da jetzt auch abschließen. Ihr hattet nämlich gesagt, ich soll auf jeden Fall warten, bis ich einen Bogen habe in Majora's Mask. Weil, wenn ich das mit Boris mache, dann ist das wohl so, dass dann ein Geist kommt, ne? Das war ja so. So, das war schön als Erwachsener. Boris ist jetzt auch da. Ich würde sagen, ich verlangsame erstmal die Zeit. So, die Frage ist, ich muss hier das Ding rückwärts spielen, ne? Okay, scheint gar nicht zu funktionieren. Leute, ich habe jetzt ein Weilchen rumprobiert und ich habe auf jeden Fall die richtigen Töne gespielt. Ich kann, glaube ich, gar nicht vorspulen. Ich kann nicht vorspulen, ich kann die Zeit nicht verlangsamen. Das ist ja traurig. Aber gut, dann müssen wir das halt ohne machen. So. Lass mal grabben hier, Boris. Wir müssen die ganzen Flammen finden. So viel erinnere ich mich. Und ja, ihr sagtet, dann würde wohl ein kleiner Bosskampf beginnen. Oder ein kleiner Kampf. Ich will es jetzt gar nicht Bosskampf nennen. Ich glaube, ich werde das dann ein bisschen skippen hier. Weil das ist echt ein langweiliger Abschnitt, muss ich sagen.
So, ich wollte sowieso mal kurz in meinen Item-Repertoire reingucken. Machen wir gleich. So, auch eine Flamme. Okay, reicht schon, reicht schon. Drei Flammen. Da ist er. Wow. So, den kann ich nur mit dem Pfeil töten, ja? Wir haben jetzt voll fett Spirit Track Musik. Sieht so aus, ja. Hallo? Oder könnte man den auch andersweitig töten? Der ist aber auch easy. Kriege ich da irgendwas für, wenn ich den töte? Muss ich ja, oder? Wäre ja sonst dumm. Ich weiß es leider gar nicht mehr. Okay, tot. Schatzkiste. Okay, cool. Dann haben wir das nämlich auch abgeschlossen und das ist... Oh. Hallo? Kann ich den mitnehmen? Kann ich mitnehmen. Ob sie was bringt, ist eine andere Sache. Big Pö in der Bottle. Bringt mir das was? I don't know. Big Pö. Pö. Okay, ein Skulptur-Symbol, ne? Nummer 35, okay. By the way, ich kann immer noch nicht die Zeit verlangsamen. Aber wir haben ja noch Zeit. 5 Minuten. Sollte passen. Wir haben auch immer noch keine Magie. Merke ich gerade. So, er hat Schiss. Ich hab ihn umgebracht. Du kannst wieder rauskommen. Okay, Leute. Das hätte dann ja mal geklappt. Und wir gucken mal, ob wir den jetzt... Kann ich? Ja. Wir gucken mal, ob wir den jetzt erwecken können. Bogen ist auf jeden Fall essentiell und dann kämpfen wir gegen den. Vielleicht sogar als Onilink. Wäre noch eine ganz gute Idee, oder? Wir haben mittlerweile gute Items. Freue ich mich. Okay, achso, ich wollte ja noch mal gucken, wie der Song funktioniert. Das habe ich nämlich auch schon wieder vergessen. Rechts, runter, A, runter, rechts, hoch. Funktioniert das, ja? War das der Song, den man dem vorspielen muss? Ich dachte eigentlich, das ist ein anderer. Aber, ja, okay. Ist er aber nicht. Gibt ja auch keinen Sinn. Warte mal, es ist eigentlich... Song of Time? Das hier. Das hier ist der Song. Warum haben wir da diesen Kopf von dem? Verstehe ich nicht. Das hier brauchen wir eigentlich. Okay, das war useless, was ich gemacht habe. Jetzt hänge ich hier halt wieder fest, ne? Oder komme ich andersweitig hier irgendwie raus? Interessant. Interessant. Ja, Leute, ich mache mich mal kurz klein und dann würde ich als kleiner Junge wieder die Welt von Majora's Mask betreten. Und ich würde das mal kurz schneiden. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon in der Zitadelle der Zeit. Ich mache mich mal kurz klein. Und dann geht's auch direkt wieder rein in Majora's Mask. Mit unseren schönen Hasenohren. Ja, das klappt halt so semi mit Erwachsenwerden und den Majora's Mask. Ich glaube, da müssen wir halt erst den Teleport-Song haben. Dass wir uns dann irgendwo anders hin teleportieren können. Dann können wir als Erwachsener da auch rumrennen. Das könnte dann funktionieren. Da jetzt gerade mal Nacht ist, will ich nochmal ganz kurz gucken. Weil mich beschleicht irgendwie das Gefühl, aber das ergibt ja keinen Sinn. Irgendwo muss dieser Typ sein. Also, Talon. Irgendwo muss Talon noch sein. Der halt, irgendwo schläft, indem wir wecken müssen, ne, als Erwachsener dann. Das müssen wir mal gucken, wo das ist. Okay, was machen wir jetzt noch in den paar Minuten? Wir haben 128 Rubine, die würde ich vielleicht mal kurz auf die Bank bringen.
Das ist vielleicht schon mal eine Idee. Wir brauchen dann auch unser Geld, weil wir müssen ja bei Tinglefett einkaufen. Wie viel habe ich denn eigentlich? Ja, das ist doch eine schöne Anzahl. So, dann haben wir 500, oder? 520. Wir haben sogar noch 5 Rubine bekommen. Und ich würde sagen, wir probieren nochmal unser Glück mit dem Quiz. Ich habe mir da auch irgendwo Notizen gemacht. Hier. Mit den Antworten. Damit wir das jetzt auch endlich mal schaffen. Denn ich glaube, das haben wir jetzt in der Runde noch nicht gemacht, oder? Das Quiz. Dementsprechend machen wir das nochmal schnell. Ich glaube, das ist jetzt eine ganz gute Idee. Und dann können wir, ja, in der nächsten Runde können wir ordentlich was machen. Wir haben den Bogen immerhin. So. Hallo. So, jetzt geht's los. Dami ist auf Witch Race. Ach, Damani ist auf Witch Race. Das ist Corona, das ist leicht. What a time. Du's Romani, the girl. Boah, hab ich das? 8 Uhr abends. Habe ich hier aufgeschrieben. 8. Yeah, man. What are the magic words that tingle what? Cool Olympa, ne? Müsste es sein. Genau. Wie viele Antworten muss ich eigentlich geben? What is the owner of the bomb shop Carl his mother? Hab ich das aufgeschrieben? Ich glaube, ich habe es nicht aufgeschrieben. Shit. Ich glaube, Old Lady. Shit. Ah, leck mich. Kann nicht wahr sein. Okay, dann holen wir uns noch den anderen schnell. Ich versuch's zumindest noch, dass ich ihn erwisch. Mann, ärgerlich. Das habe ich mir irgendwie nicht aufgeschrieben. Warum habe ich... Hä? Mami? Hat er... Nennt er seine Mutter Mami? Ich bin mega verwirrt. Ja, ich habe mir das irgendwie nicht aufgeschrieben. Nur so Zahlendinger. Aber das sollte man schaffen. Das sollten wir noch schaffen. Die Schatzkiste da unten können wir uns auch noch holen. Theoretisch. Schaffen wir vielleicht auch noch. Aber wir können uns allgemein ein paar schöne Sachen jetzt machen. Also, generell ist jetzt ein bisschen was möglich. Wir können dann auch auf jeden Fall die ganzen Tingle-Ballons platzen lassen. Das macht es, glaube ich, auch nochmal ganz cool. So, okay. Wir können ja bei dem dann direkt mal gucken, was der so macht. Was der so im Petto hat, der Tingle. So. Es gibt ja nur einen Preis, ne? Das ist ja derselbe, theoretisch. Du hast 2 Versuche, oder? Pro Run. Schreibt mir da gerne nochmal, wenn ich da falsch liege. What is the name of the Mayor of the Clock Town? Boah. Ich glaube Gargur, oder? Hey, das habe ich auch nicht gesehen gehabt. Ist der Gargur oder Dotur ist es nicht? Direkt wieder falsch. Okay, wir haben ja gleich einen neuen Run. Egal. Mann, wie schlecht. Ich bin so traurig. Das hat ja gar nicht funktioniert. Okay, komm, wir gucken nochmal kurz, was Tingle hier hat. Ob es sich lohnt, gleich wiederzukommen. Und wenn nicht, vielleicht kann ich mir noch schnell die Schatzkiste holen. Hi. Und was hast du so? Maps? Bottle of Lon Lon Milch. Oh. Das ist auch cool, aber das ist wichtig. Da haben wir endlich mal eine Flasche. Krass. Okay, cool.
Dann renne mal kurz rüber. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Wir brauchen das und wir brauchen das. Wäre toll. Wir haben uns die Schatzkiste noch schnell holen können, aber es kann auch sein, dass da einfach nur Geld oder Trash drin ist. Ich habe mir die Schatzkiste noch nicht angeguckt. Okay, wenn du die Ortschaft wechselst, da vergeht die Zeit relativ schnell, ne? Ja, ich glaube, es ist nur Trash. Okay, das war's. Gut, Leute, wir haben einen frischen Spielstart. Das ist doch nicht schlecht. Ich würde mir gleich mal ein bisschen Knete rausholen. Ah. Denn Bottle für Ocarina of Time ist geil. Da können wir Käfer holen. Ich hoffe, dass es halt die Bottle ist, aber man bekommt ja eine Milchbottle von Dingenspups, ne? Deswegen. Ich hoffe einfach mal. So, pass auf. Ich würde einfach mal gleich auf die Vollen gehen und nehme mir 500 Rubine mit, oder? Ich habe einiges vor. So, okay. Was machen wir? Ich werde, glaube ich, erstmal mit der Verstecksuche beginnen. Und mit Tingle hier. Ich habe keinen Bogen mehr. Keine Pfeile mehr. Und mit dem Quiz. Das Quiz will ich natürlich jetzt auch endlich mal abschließen. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Kann doch nicht wahr sein, dass ich hier ständig so ein Pech habe mit den Fragen. Wie viele muss ich eigentlich beantworten? How many mailboxes are in the clock tower? Warte mal. 5 Briefkästen gibt es. 5. What is the name of the vintage milk? Das ist Moroni. Chateau Romani. Mikao. Das ist auch easy. Zora. So. Das war rot, glaube ich. Warte mal. Also die Hose von Tingle ist rot, ne? Ja. what is the name of the... Jetzt haben wir es wieder. Dann ist es Barbour, oder? Hä? Das kann nicht wahr sein. Oder hatte ich eben Barbour auch schon? Nee, eigentlich nicht. Ist das ärgerlich? Und ich habe keine Pfeile. Scheiße. Aber warte mal, ich kann ja einfach das machen. Ich kann ja einfach das machen. Zack. Ich habe ja jetzt Boomerangs. Wer braucht Pfeile? So, hi. So, was gibt's bei dir Schönes? Ja, ja, komm. Piece of Heart. Boah, ja. Okay, das könnte man irgendwann mal mitnehmen, aber ansonsten, das brauche ich erstmal nicht. Danke. Das ist mir zu teuer, für 270 Rubine jetzt ein Herz damit zu nehmen. Nee. Das machen wir nicht. So, aber hier. Zack. Das machen wir mal. Und spielen wir das Spiel. Mit den Lieben. Let's go. Weil dann kriegen wir nämlich das Passwort und Zugang zu einem neuen Ort. Möglicherweise. Du. Okay, Da. Mit den Hasenohren geht das jetzt auch relativ fix. Huch, sorry. Ja, die Flasche bei dem einen Tingle kaufen wir uns auf jeden Fall. Da bin ich mir relativ sicher, dass es die Milchflasche ist, die uns normalerweise Talon gibt. So, Nummer 2. Die Namen sind auf dem Englischen halt auch wieder anders, ne? Ich glaube. Ich kann doch nicht sein, dass ich so Pech habe. Unfassbar.
Tü-tü-tü-tü. So, zack. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Hallo. Bist nicht schneller als ich, du Sackgesicht. Da, 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 da. Wir haben auch Bomben, oder? Die Bomben haben wir auch noch nicht gefunden. Ah, dann kann ich auch das andere Minispiel nicht spielen. Das ist ja auch doof. Na gut. So, die hätte ich jetzt erstmal alle. Und wir kriegen jetzt einen Passcode. Den schreibe ich mir auf jeden Fall mal auf. Das ist geil. Da werde ich dann auf jeden Fall als nächstes in die Eisenhöhle gehen. In die Eisenhöhle. In die Eishöhle. Schön. Geil. So, der Code lautet 2, 3, 1, 4, 5. 2, 3, 1, 4, 5. Perfekt. Dann haben wir auch gleich einen neuen Ort. Schön. Das freut mich. Let's go. Ja, ich glaube, ich habe ziemlich viel zum Schneiden in der Folge. Bin jetzt bei 27 Minuten. Aber wir gucken nochmal schnell rein, wo uns der Passcode hinführt. Das Passwort. Würde ich sagen. Und dann machen wir in der nächsten Folge wieder weiter. Na, mein Guter. Okay. Oh. So, 2, 3, 1, 4 und 5. Lass mich rein, Junge. So, hoffentlich ist irgendwas Cooles. Oh. Irgendein cooler Ort. Es ist standardmäßig. Okay, cool. Das ist wirklich gut. Weil... Dann können wir uns erstmal einen Schatz holen. Mondtrainer haben wir ja auch schon. Ja, ist ja egal, dass ich einen Mondtrainer habe. Bombenmaske. Zack. So. Was gibt's hier? Geil. Okay. Ja Leute, ich würde sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Dann schauen wir uns hier nochmal genauer um. Und ich bin gespannt, was hier noch so abgeht. Bis zum nächsten Mal zu unserem Majora's Mask und Ocarina of Time Combo Randomizer. Tschüssi Leute.